Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. 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 Ja, vielen Dank, liebe Judy. Danke ihr alle für eure Gebete. Wir sind fast am Ende unseres Prayer for Austria angelangt, aber ich möchte noch ganz kurz mit euch einen Gedanken teilen, der mich heute so, ja, mir im Kopf war. Einfach ein Gedanke der Hoffnung. Wir haben zu dem Gott gebetet, der von sich behauptet, dass er die ganze Welt in seiner Hand hält. Wir haben zu dem Gott gebetet, der in der Bibel beschrieben wird und der durch Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und eine dieser Stories von Jesus aus der Bibel berührt mich speziell in dieser Zeit sehr. Jesus nimmt da seine 12 Jünger nach Caesarea Philippi und man denkt sich bei dieser Stelle eigentlich nicht viel, wenn man nicht genau mal recherchiert, was eigentlich in Caesarea Philippi war. Das war ganz im Norden von Israel. Und in Caesarea Philippi war ein Ort, wo viele heidnische Tempel waren. Und genau an diesem Ort nimmt Jesus seine Jünger. Und einer dieser Tempel gehört dem Gott Pan. Und der Gott Pan ist ein griechischer Gott, der so halb Tier, halb Mensch so ist. Und ganz spannend ist, dass dieser Gott Pan, auf ihn geht das Wort Panik zurück. Und Jesus spannenderweise nimmt seine Jünger an diesen Ort und bespricht mit ihnen die folgende Sache und hat mit ihnen dieses extrem spannende Gespräch, was ich euch ganz, ganz kurz vorlesen möchte. Und das teile ich jetzt kurz mit uns, mit euch. Und da steht, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und dann geben die Jünger unterschiedliche Antworten. Und dann sagt Simon Petrus in Vers 16, Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und ich finde das so ermutigend, an diesem Ort, und lasst uns jetzt einfach mal diesen Ort als Symbol nehmen, wo der Gott Pan war, wo vielleicht als Symbol für Angst, für Panik, von dem das Wort Panik kommt. Und inmitten von diesem Ort fragt Jesus die Jünger, hey, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und ich glaube, dass Gott uns
genauso fragt an diesem Abend, an diesem Tag, und dass er fragt, hey, inmitten von all der Panik, inmitten von all der Angst, inmitten von all der Verunsicherung, wer glaubst du ganz persönlich, dass ich bin? Und vielleicht glaubst du, dass es Gott zwar gibt, hast vielleicht keine, aber nicht wirklich viel mit ihm zu tun, vielleicht hast du auch schon eine Beziehung mit ihm, aber was wirklich wichtig ist, ist, dass Petrus dann auf einmal sagt, du bist der Christus, der lebendige Gott. Und in dem Moment sagt Jesus eine unglaubliche Verheißung. Er sagt, das hat dir niemand offenbart, sondern mein Vater, also Gott im Himmel. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und er sagt dann über die Gemeinde, über die Kirche, über uns, über diejenigen, die zu Gott gehören wollen. Er sagt, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das Totenreich kann uns nicht überwinden. Und das ist natürlich wieder erfüllt dann schlussendlich in der Hoffnung, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und er hat praktisch den Tod überwunden. Er hat uns Hoffnung gegeben. An einem Ort von Panik, an einem Ort von Leid. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute beginnst vielleicht zu fragen, ganz neu, und zu sagen und zu hören auf diese kleine, feine Stimme, wo Gott zu dir sagt, wer glaubst du, dass ich bin? Und deswegen möchte ich dich zum Schluss noch ermutigen, bevor wir dann ein letztes Mal beten möchten in ganz, ganz kleinen Gruppen, möchte ich dich ermutigen, dass du vielleicht mal reinschaust und diesem Jesus auf die Spur gehst. Dieser Jesus es gibt nämlich ein Buch von ihm, es gibt 4 Biografien von ihm, und eine Möglichkeit, wie du das machen kannst, ist durch das Markus-Projekt. Geh einfach auf unsere Website shineaustria.at und da findest du das Markus-Projekt, die Bibellese-Challenge. Und das ist speziell jetzt im Lockdown einfach eine Möglichkeit, wo du mal rausfinden kannst, hey, wer ist dieser Jesus eigentlich? Geh, lies dir das durch und geh schlussendlich auf die Project Map und lies allein oder mit Freunden, geh einfach jeden Tag eine Stelle durch, lies den Text, schau dir das Video an, es ist alles ganz genau erklärt und find raus, wer dieser Jesus ist. Wer glaubst du, dass er ist? Wir haben erfahren, dass er ein Gott der Hoffnung, ein Gott der Freude ist. Unsere Stärke und unser Licht. Und vielleicht kann er das für dich auch werden.